Hallo liebe Freizeitparkfreunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog hier aus dem Fort Fun Abenteuerland. Ja, das Fort Fun feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag. Grund genug für uns mal hier wieder vorbeizuschauen. Ja, und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt drin im Park. An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich beim Fort Fun für den freien Eintritt bedanken. Hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, jetzt gehen wir erst einmal kurz zur Toilette und danach geht's los mit den ersten Fahrten. Ich denke, wir gehen wahrscheinlich zuerst hier gleich zu Devil's Mine, aber ihr werdet es jetzt an dieser Stelle sehen. Peter? Wir haben jetzt gerade eine Runde, wie angekündigt, auf der Devil's Mine gedreht, um genau zu sein, auf direkt zwei Runden. Ist eine super Achterbahn. Unser Tipp, versucht euch in die letzten Reihen zu setzen, da habt ihr nämlich ordentlich Airtime, vor allen Dingen bei der ersten Abfahrt. Macht auf jeden Fall immer Spaß und vor allen Dingen auch der Wartebereich ist sehr ansprechend gestaltet mit Funhouse-Elementen, gefällt uns immer richtig gut. Und jetzt geht es für uns als nächstes zum Trapper Slider, das ist hier, der Alpine Coaster im Park. Da die Kapazität oder da es da im Laufe des Tages immer zu hohen Wartezeiten kommt, wollen wir das jetzt als erstes oder als nächstes machen. Ja, davon seht ihr jetzt als nächstes da ein paar Impressionen. Danke! Wir haben jetzt gerade eine Runde mit dem Alpine Coaster Trapper Slider gedreht. Für uns einer der besten Alpine Coaster überhaupt und natürlich hier im Park eine der Hauptattraktionen. Macht immer wieder super viel Spaß, die Bahn. Haben, wie gesagt, da jetzt direkt ein paar Runden drauf gedreht. Und jetzt gehen wir zur Wildwasserbahn, denn die wurde umgestaltet, hat jetzt ein Biber-Thema bekommen. Das Ganze wollen wir uns natürlich jetzt auch anschauen. Davon seht ihr jetzt ein paar Ausschnitte. We'll be right back.
jetzt hier gerade eine Runde mit der Beaver Bear & Co. Company gefahren. Die umgestaltete Wildwasserbahn. Das Thema ist eine Werksbesichtigung in einer Herstellungsfirma für die Wildwasserboote. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Der Dark Ride Part wurde auch komplett umgestaltet. Lässt sich jetzt wirklich sehen. Mit Lichteffekten angepasst zur Fahrt und so. Also wirklich sehr, sehr schön geworden, das Ganze. Ich bin Gott sei Dank nicht ganz so nass geworden. Hatte auch ein Boot für mich alleine. Also von daher Glück gehabt. Schade. Jetzt geht es für uns weiter zu einer der höchsten, oder zu der größten Achterbahn hier im Fort Van Abenteuerland, und zwar zu Speed Snake. Da werden wir jetzt auch eine Runde mit drehen. Und danach geht es dann weiter runter in Richtung Marienkäfer-Achterbahn. Wir haben jetzt wie angekündigt eine Runde auf der Speed Snake Free gedreht und waren jetzt hier gerade auf der Marienkäfer-Achterbahn, die beiden Klassiker-Achterbahnen hier im Fort Van Abenteuerland. Und jetzt geht es für uns weiter in Richtung Rocky Mountain Rally. Die Selbstfahrerautos hier im Park, da wollen wir auf jeden Fall auch eine Runde mit drehen. Und danach, denke ich, wird es wieder in den oberen Parkteil gehen. Und zwar wollen wir dann in Richtung Rafting gehen. Das waren jetzt Impressionen von unserer Fahrt hier mit der Rocky Mountain Rally. Wurde ja vor ein paar Jahren komplett renoviert, die ganze Anlage. Und auch dieses Jahr haben wir wieder einige Neuheiten noch entdeckt. Macht auf jeden Fall auch immer mega Spaß, hier mit einer Runde zu drehen. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn die Wartezeiten natürlich etwas länger manchmal sind. Ja, und jetzt geht es weiter zur Old McDonald's Traktorfahrt. Auch da kann man die Traktor selber lenken und auch selber Gas geben. Davon folgen jetzt ein paar On-Ride-Ausschnitte wieder. Bin ich der Einzige? Ja.
bevor es jetzt zur Traktorfahrt geht, gibt es für Tobi und Steffi jetzt erstmal ein leckeres Softeis. Das werden sie sich schmecken lassen. Und danach gibt es dann mal wirklich ein paar Impressionen hier von der Traktorfahrt. Wir sind jetzt wieder ein Stückchen weiter nach oben gegangen, auf Höhe der Wildwasserbahn. Denn hier befinden sich unter anderem auch noch der blaue Drache. Und weiter oben noch ein Stückchen befindet sich noch der Kon-Tiki. Auch davon werdet ihr natürlich jetzt ein paar Impressionen und Aufnahmen sehen. Ist was? Hallo! Wir kommen jetzt hier gerade vom blauen Drachen runter und man muss wirklich sagen, das Ding dreht echt megamäßig auf. Selten so eine schnelle Berg- und Talbahn gefahren. Der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, Tobi lässt sich jetzt hier gerade einen kleinen Snack schmecken. Und hier neben uns ist jetzt schon der Kon-Tiki. Da werden wir jetzt als nächstes dann eine Runde drauf drehen. Wir kommen jetzt hier bei einer ganz besonderen Attraktion hier im Fort Fun an. Eigentlich, ja, ich glaube weltweit fast einzigartig, und zwar der Wild Eagle. Man hängt am Gleitschirm und fliegt hier quasi über den ganzen Park und oben ein Stück in den Wald rein. Macht megamäßig Spaß, kostet jedoch, glaube ich, 1 Euro extra Fluggebühr. Ja, und direkt nebenan ist dann eine der neuesten Attraktionen hier im Park, und zwar das Air Race von Samperla. Heißt hier Thunderbirds, und damit werden wir jetzt eine Runde drehen. Ich muss mich an dieser Stelle direkt einmal korrigieren, und zwar kostet die Fluggebühr hier für den Wild Eagle 2 Euro. Wir sind jetzt wieder im oberen Parkteil angekommen, und für uns geht es jetzt zur Raftinganlage, die ja auch vor kurzem erst umgestaltet wurde und jetzt Los Rapidos heißt. Damit werden wir jetzt eine Runde drehen, und danach seht ihr ein paar Impressionen hier oben aus der Westernstadt.
das waren jetzt ein paar Impressionen hier von Los Rapidos. Gefällt uns mega gut. Die Umgestaltung ist wirklich richtig schön geworden. Ja, und den einzigen, den es heute ein bisschen erwischt hat mit Wasser. Bisschen. Ist Tobi. Seine Hose ist quetschnass. Hat er sich mal verdient, da er sich ja sonst immer vor Raftinganlagen drückt. Also geschieht ihm recht. Ihr seht jetzt, wie gerade schon gesagt, ein paar Impressionen hier aus der Westernstadt. Das waren jetzt ein paar Impressionen aus der Westernstadt im oberen Parkteil. Und jetzt machen wir mal was, was wir schon seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Und zwar werden wir eine Runde hier mit dem Santa Fe Express drehen. Derzeit ist noch kein Showbetrieb. Normalerweise gibt es da immer eine Western-Show dann. Momentan macht der Santa Fe Express dann jetzt allerdings Rundfahrten. Ja, und da werden wir jetzt eine Runde mitdrehen. Das waren jetzt Impressionen von der knapp 10-minütigen Rundfahrt mit dem Westernzug. Ja, und jetzt werden wir noch ein paar Wiederholungsfahrten machen, bevor wir zum Schluss noch mal einen Teil gehen, den wir euch noch nicht gezeigt haben, und zwar den Bereich ums Ford Fun Labs. Genau, aber bevor wir da jetzt hingehen, wie gesagt, gibt es für uns noch ein paar Wiederholungsfahrten auf den Attraktionen im unteren Teil des Parks, da der ab 17 Uhr schließt. 16 Uhr. Beziehungsweise in Teilen sogar schon um 16 oder 16.30 Uhr. Während wir jetzt ein paar Wiederholungsfahrten machen, gibt es für euch ein paar Impressionen hier noch aus dem Fortfahren. Wir haben jetzt im unteren Parkbereich noch Wiederholungsfahrten etliche gemacht auf Trapper Slider, Speed, Snake Free und so weiter und so fort, und gehen jetzt in den oberen Parkteil nochmal und wollen euch da dann Ford Fun Labs und die Kinderattraktion einmal zeigen.
Und wieder geht ein wunderschöner Tag hier im Fort von Abenteuerland zu Ende. Hat uns wieder wirklich mega gut gefallen. Die Mitarbeiter alle ausgesprochen freundlich. Großes Lob auch dafür. Ja, und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.